Okay, willkommen und hallo zur Übersetzung ins Deutsche von dem Vortrag Privacy, an unequally distributed resource, zu Deutsch Privatsphäre, eine ungleich verteilte Ressource. Und einen großen Applaus für unsere Vortragende. Vielen Dank für eure Geduld, weil wir noch technische Probleme hatten. Ich möchte über Privatsphäre sprechen als eine Ressource, die ungleich verteilt ist. Und die erste Frage, die ich an euch stellen möchte, ist: Wie viele von euch hier campen? Okay, das ist jeder, also oder fast jeder hier. Ich campe auch. Ich zelte auch. Und als ich meinen Freunden erzählt habe, mit 5000 von meinen besten Freunden, dann haben sie mich gefragt, ja, warum willst du das tun? Wie viele von denen kennst du tatsächlich? Warum willst du in der Mitte von Brandenburg, also eben nirgendwo, zelten? Und ich denke, das führt zu einigen interessanten Unterhaltungen, die in Forschung aufkamen, die ich mache, weil das Konzept von Privatsphäre hängt damit zusammen, dass wir Wände haben. Und in einem Fall, es gab halt auch Studien zu Privatsphäre und Sex, und sie haben herausgefunden, dass Leute, die halt auch Privaträume haben, dann auch diesen Sex lieber in Privaträumen haben. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt. Und ich wollte dann halt den Zusammenhang zwischen Privatsphäre und Privaträumen näher untersuchen, weil man in Privaträumen lieber private Dinge tut als in der Öffentlichkeit. Und es erinnerte mich an dieses Zitat: gute Zäune machen gute Nachbarn von Robert Frost. Wer hat das schon mal gehört, diesen Spruch? Wie viele von euch kennen eigentlich den weiteren Zusammenhang von diesem Satz? Und das Problem mit diesem Zitat ist, dass es oft verwendet wird, um zu argumentieren, dass wir halt Wände haben sollten, dass wir halt Abteilungen haben sollten. Aber es geht halt um die Teilung von dem Erzähler und dem Nachbarn. Und er ist halt etwas sauer, weil er gestört ist. Aber der Nachbar sagt: gute Zäune machen gute Nachbarn. Und er sagt das auf eine sehr mysteriöse Art und Weise. In diesem Moment selbst ist es eine sehr mysteriöse Aussage, weil es halt impliziert, dass man etwas verbergen will. Und es ist halt zum Schutze von Privatsphäre, aber auch von Besitz. Aber es gibt noch eine weitere Bewegung, die momentan sehr hip ist, nämlich Co-Living, also das Zusammenleben in Räumen. Und es ist halt eine Weiterentwicklung von Wohngemeinschaften, die halt schon sehr echt lange existieren. Und einige Leute finden es halt toll, zusammenzuleben in einer Gemeinschaft. Und das Gleiche gilt auch für Coworking. Also wenn man halt einen großen Raum hat mit Leuten, die man mehr oder weniger kennt oder die man halt erst kennenlernt. Und die Idee ist halt, dass wir halt Sachen machen, die möglicherweise oder möglicherweise nicht privat sind. Und manchmal habt ihr halt auch Sachen mitbekommen an solchen Orten: hey, vielleicht hätte ich das nicht mitkriegen sollen, vielleicht hätte ich das nicht hören sollen, weil es vielleicht war so etwas Privates, das mich nichts anging, das ich vergessen sollte. Und das wird natürlich auch in den Medien behandelt. Das ist ein Artikel von vor ein paar Jahren.
wo es halt darum geht, dass die Millennials einen Trend wiederholen, den es schon in dem Mittelalter gab. Und auch wenn das etwas komisch ist, man kann immer auf Reddit oder andere Nachrichtenforen zählen, wenn es darum geht, interessante Kommentare dazu zu geben. Ja, und es geht halt darum, dass halt auch Bauern halt keine Ressourcen hatten, weil Leute halt arm waren. Und Millennials, naja, sind halt auch irgendwie arm. Und meine Gedankengänge sind dann halt, dass Privatsphäre und Besitz Dinge sind, die miteinander verknüpft sind. Das heißt halt, dass man nur dann Privatsphäre hat, wenn man Besitz hat, wenn man Wände besitzt, wenn man physischen Raum besitzt, den man nutzen kann, um seine Privatsphäre zu bewahren. Und für mich ist das, das ist für mich richtig oder wahr, aber für mich ist das tatsächlich ein Problem, weil es bedeutet, dass solange halt ein ungleicher Zugriff oder Zugang zu Privaträumen ist, besteht, dass halt auch Privatsphäre nicht gleich verteilt ist. Und ich fühle mich halt auch viel privater in Räumen, die mir alleine gehören. Und es fühlt sich auch für mich mehr privat an, wenn ich mit jemand anderem zusammen bin, aber trotzdem von Wänden umgeben bin, die mich beschützen. Und so, dass ich halt die Kontrolle habe. Und ich denke, ich bin nicht alleine mit dieser Haltung. Aber ich denke halt, dass Privatsphäre nicht nur Besitz bedeutet, sondern Privatsphäre kann auch Vertrauen bedeuten, wenn man sich darauf verlässt, dass andere Leute das eigene Vertrauen nicht missbrauchen und sozusagen wie Wände das Wissen oder die privaten Informationen für sich behalten. Und Dana Boyd ist ein Forscher, der Privatsphäre für über 2 Jahrzehnte studiert hat. Und sie fokussiert ihre Forschung auf junge Menschen und ihre Interaktion online. Also jemand, der irgendwie über 20 ist. Was sie herausfand, war, dass sie fand raus, dass Vertrauen das zentrale Element ist für Vertrauen. Es geht für diese Menschen nicht um die Kontrolle oder den Besitz von Daten. Es ist das gemeinsame Verstehen von den sozialen Normen und wie man darin operiert oder wie man sich darin verhält. Und es ist auch, es geht darum, die möglichen Empfänger zu verstehen und wie weit die Informationen wahrscheinlich fließen werden. Und Leute nutzen oder suchen Privatsphäre, um sich selbst verletzlich zu machen und dann auch Verbindung zu anderen Menschen auf diese Art und Weise aufzubauen. Privatsphäre wird dann beschädigt, wenn das Vertrauen auch beschädigt wird. Wenn der Freund etwas Geheimes weitererzählt, dann ist das Vertrauen weg und die Privatsphäre ebenfalls. Daher, es ist wichtig, nicht nur, also wenn man nur den Kontext betrachtet, reicht das nicht. Man muss auch noch die Umgebung betrachten. And they blame the architecture und they feel that they were duped. Und die Leute geben dann manchmal auch der Umgebung oder der Architektur die Schuld, wenn private Informationen herauskommen. To properly interpret context. Now, what she's saying there is really great, because was sie hier sagt, ist ziemlich gut, weil sie halt Privatsphäre als
Besitz und als Wende beschreibt. Aber Wände können auch Kontext verdecken. Und Privatsphäre bezieht sich immer auf den Zusammenhang von der Interaktion. Und die Wände können einen Teil davon halt verdecken und dadurch einen falschen Eindruck erwecken. Und daher möchte ich zwei Definitionen von Privatsphäre einführen. Für die einen kann es halt als privater Raum, als private Domäne gelten. Und für andere ist es halt mehr über, bezieht es mehr auf Vertrauen, wie man halt Informationen verteilt oder teilt. Und wir werden dieses Vertrauen nicht missbrauchen. Und diese beiden Definitionen, wir hoffen, dass diese Dinge nicht nicht kompromittiert werden. Which brings us to privacy as an auxiliary for privilege. Und daher können wir Privatsphäre als eine Erweiterung von Privilegien betrachten. For privilege. I feel like you can't talk about privacy with. Und ich habe das Gefühl, man kann nicht über Privatsphäre sprechen, ohne Edward Snowden zu erwähnen. Also hier bitte der Tweet von Ed, um meine Aufgabe zu erfüllen. Viele Leute sagen halt, ich habe nichts zu verbergen, warum soll ich mir über Privatsphäre Gedanken machen? Und was Edward Snowden halt sagt, ist, dass es nicht um Privatsphäre geht, es geht um Macht. Und ich bin anderer Meinung. Ich denke schon, dass es über Macht ist. Aber ich denke, es ist halt die Interaktion von Macht mit Privatsphäre, die zählt. Wenn man Macht hat, dann hat man die Möglichkeit, die Privatsphäre von anderen Personen zu kompromittieren, ohne sich zu entschuldigen danach. Und das bedeutet auch, dass Überwachung, sei es von einer Regierung oder von einem Freund oder von einer Firma, dann ist es immer Macht über eine andere Person, die dann auch verbunden ist mit Privilegien. Von daher, Privilegien geben Menschen Macht und dadurch können sie auch die Privatsphäre von anderen Menschen kompromittieren. Eine andere Art und Weise, wo Privatsphäre einen Zusammenhang mit Privilegien hat, ist etwas, was wir häufig in Situationen wie dieser hören. Das ist, benutze einfach oder benutze Folgendes nicht. Benutze einfach Threema und alles wird viel besser sein. Wenn ihr nur Threema herunterladet, haben wir dieses Privatsphären-Ding gelöst. Right? Ja. Ne? Wir haben es gelöst. Aber jetzt, wenn wir jetzt Threema benutzen und Signal benutzen, und ja, ich bin auch sehr glücklich, dass diese Möglichkeiten existieren, und ja, wir sollten End-zu-End-Verschlüsselung haben, und ja, das ist alles gut. Aber wir haben Privatsphäre-Sachen nicht gelöst. Das Einzige, was wir gelöst haben, ist, wenn du Threema benutzt und die meisten Menschen, mit denen du redest, auch Threema benutzen, dann sind die Nachrichten wahrscheinlich privat. Okay? Wir haben es nicht gelöst. Privatsphäre ist ein viel größeres Teil unseres Lebens als nur eine Kommunikationsanwendung. Zweitens, diese Don't Use. Das ist ein Meme, das ist lustig und ich kann darüber lachen. Und ich kann mit meinen Freunden darüber reden, die Alexa haben, und sagen, hey, bitte ausschalten. Also das steht jetzt in den 60er, sag das bitte nicht über das Telefon, die Regierung hat mein Haus, überwacht mein Haus. Und heute sagen, hey, Überwachungswerkzeug, gibt es ein Rezept für Pfannkuchen? Und wenn es jetzt darum geht, dass Leute so etwas benutzen und wir jetzt sagen, hey, ihr macht was falsch, wie kann dieses Gespräch gut für beide sein? Werden sie am Ende, wenn du sie kritisierst für ihre Benutzung von Alexa, sagen, hey, ja, das ist eine gute Idee? Nein,
Was sie machen werden, ist, sie werden nie wieder über dir mit Privatsphäre reden. Und wenn sie dich überhaupt nicht mehr mit dir reden müssen, dann werden sie überhaupt nie mehr mit dir reden. Also, wir wollen über private und sichere Kommunikation reden können und darüber mit anderen Menschen reden. Und das bedeutet, dass wir sie nicht darüber beschuldigen. Privatsphäre als ein Zusammenhang mit Privilegien ist auch weiterhin da, wenn wir über den legalen Zusammenhang reden. Wie funktioniert das mit dem Recht auf Vergessen? Normalerweise, zum Beispiel bei Google, ist, man fragt Google, hallo, ich möchte diesen und diesen und diesen Link entfernt haben, und wenn Google ja sagt, dann entfernt er sie einfach und sagt, hey, du hast Erfolg, und wenn Google sagt nö, dann müsste man sie beklagen. Und ich habe ein paar der Gerichtsverfahren gegen Google gefolgt, und hier sind zwei davon. Zwei englische Firmeninhaber, und ich habe mir gedacht, natürlich werden es sein, aber weil wer hat die Zeit und die Energie und das Geld und die Ressourcen, um Google anzuklagen? Er garantiert nicht ich. Aber wir sollten Google viel mehr anklagen. Wir sollten alle Google viel anklagen, so viel wie möglich. Aber viele von uns müssen herausfinden, wie können wir denn unsere Ressourcen zusammensammeln und wie kriegen wir Zugang zu den Ressourcen, um so etwas durchzuführen. Und hier sehen wir, dass sogar einer der Firmenbesitzer seinen Fall verloren hat. Und sobald, obwohl man Privilegien und Zeit und Geld und die Möglichkeit hat, jemanden wie Google zu verklagen, bedeutet es noch lange nicht, dass es ein erfolgreicher Fall wird. Und hoffentlich ist es jetzt ein bisschen klarer darüber, wie unsere eigenen Privilegien bedeuten, dass wir mehr Privatsphäre bekommen können, dass wir mehr Zugang zu Privatsphäre haben. Aber jetzt geht es um Privatsphäre in sich selber als ein Privileg. Hier noch ein bisschen, der Teil des Textes ist klein. Wir sehen die großen Logos. Rechts ist der PGP-Verschlüsselungsmethodologie und unten ist private DNS, also Domain Name Server. Wer hier benutzt einen Teil der Technologie auf dieser Folie? Ja. Die meisten von euch. Und das ist wahrscheinlich... Wir mussten das lernen, wie wir diese Werkzeuge benutzen. Es hilft, dass es uns Spaß macht, mit Computern zu spielen. Und das hat uns dabei geholfen, wie wir unsere Kommunikation absichern können, wie unser Browsing-Verhalten verprivater werden kann und so weiter. Aber dieses ist ein Privileg. Das ist technische Fähigkeit, die wir lernen mussten. Wir wurden nicht mit dieser Fähigkeit geboren. Wir mussten uns beibringen, wie BSD funktioniert. Und wenn wir über die Privatsphäre nachdenken, zu denen wir Zugang haben, weil wir die ganzen Werkzeuge und Technologien benutzen können, müssen wir auch sagen, dass wir ein Teil von dem 1% in diesem Fall sind. Und es geht weiter mit dem Verstehen davon, wie die Wurst gemacht wird. Und was ich damit meine, ist, dass wir haben die Fähigkeit zu verstehen, wie Privatsphärenangriffe funktionieren. Wir haben wahrscheinlich verstanden, wie De-Anonymisierungsangriffe funktionieren, dadurch, dass unterschiedliche Teile von Informationen zusammengelinkt werden, die mit der Zeit gesammelt wurden. Und wir können auch verstehen, wie viel Daten vielleicht schon existiert über uns und die vielleicht auch mit uns verlinkt werden können oder den Personen in unserer Freundesgruppe oder sogar Familie. Und in der Lage zu sein, sowas zu machen, ist etwas, was wir lernen mussten. Und ich möchte gerne das Privatsphärenparadox hier heraufbringen. Das Privatsphärenparadox sagt, Menschen sagen, sie kümmern sich um die Privatsphäre, aber im Endeffekt tun sie das nicht. Und das ist, weil sie immer noch Sachen wie Facebook benutzen. Ich finde das ziemlich problematisch in vielen Wegen. Und das Wichtigste, die problematischste Methode, ist, dass Menschen sich Sorgen um ihre Privatsphäre machen können und sie immer noch Facebook benutzen können, weil das nicht unbedingt
die beides automatisch verbinden. Sie können Facebook benutzen, weil ihre Mutter auf Facebook ist oder ihre Freunde oder ihre beliebteste Band ist auf Facebook. Darum benutzen sie Facebook. Und sie können auch gleichzeitig um ihre Privatsphäre sich Sorgen machen. Das bedeutet noch lange nicht, dass sie nur, weil Facebook oder ein anderer beliebten Service benutzen, sie nicht mehr um ihre Daten, um ihre Privatsphäre aufpassen. Vielleicht sollten wir besser kommunizieren, wie jemand Privatsphärenrisiken herausfinden kann und mit der Zeit. Und wie wir dies zu einem verstehbareren und ersichtbaren Risiko machen, die jeder Mensch eingeht, wenn er etwas online postet oder macht. Und diese Privatsphäre als Privileg erweitert sich natürlich auch noch für die Leute, die in der EU leben, die das Privileg haben, in der EU zu leben und diese GDPR haben. GDPR sollte hoffentlich mehr Datenrechte für alle weltweit bringen. Das war die Hoffnung. Das ist der Anfang von einer weltweiten Bewegung für Datenrechte. Aber stattdessen, was häufig passiert, ist, dass es ein erstklassige Data Citizens, also Bürger sind, und es gibt eine zweite Klasse von Datenbürgern. Die Leute, die das Privileg haben, in der EU zu leben, haben das Recht zu löschen und nachzufragen. Aber die, die nicht in der EU leben, sind Bürger mit zweiter Klasse. Sie haben diese Rechte nicht. Diese Rechte werden nicht aufgrund von GDPR automatisch an alle weitergegeben. Das ist ein weiterer Weg, wie Privatsphäre als Privileg agiert, benutzt wird. Und jetzt das letzte Beispiel für Privatsphäre als Privileg, das Verkaufen von unseren Daten. Das ist nicht unbedingt eine neue Idee, aber das ist eine interessiertere Informationen, wo das in Blockchains veröffentlicht wurde, wo Leute sagen, hey, ja, du weißt, Google und Facebook bekommen Daten, Geld für meine Daten und vielleicht soll ich meine Daten einfach verkaufen. Vielleicht kann ich sie selber verkaufen. Und hier ist begreife den Wert von deinen persönlichen Daten, das von einem Startup. Und das Problem, was wir hier sehen, ist, wessen Daten ist am wertvollsten? Wird es der, sagen wir mal, 50-jährige CEO, weißer Mann mit viel Geld? Oder sagen wir mal, ein Flüchtling, der gerade in Europa angekommen ist? Wer könnte seinen Wert wirklich herausfinden. Wir sehen das immer noch im Datenverkaufsbereich. Die mehr Geld haben, haben automatisch wertvollere Daten. Die kriegen automatisch mehr Geld von ihren Daten. Wenn wir uns das jetzt anschauen und benutzen, dann bedeutet es, dass die haben und die nichts haben vom Datenschutz Bereich und auch vom Geld. Es wird einfach weiter so laufen, wie es aktuell wird. Und jetzt geht es weiter zu Privatsphäre und Oppression oder Unterdrückung. Wie funktioniert Privatsphäre und Unterdrückung in unserer Welt? Also zuallererst, das ist vielleicht das klärste Beispiel, ist die sogenannte Gig Economy. Arbeite für dich selber, dann hast du keinen Chef. Du kannst eine Zeit einfach auswählen, wenn du arbeitest. Flexible Stunden, perfekt, oder? Aber das Problem ist natürlich, die meisten von uns müssten das wissen, dass diese Gig-Economy nicht bedeutet, dass man keinen Boss hat, sondern es bedeutet, dass ein Optimisierungsalgorithmus der Boss ist. Und wie wir alle wissen, die Algorithmen wollen gefüttert werden. Man muss die Algorithmen die Daten füttern. So leben die. So, wenn man jetzt hingeht und zum Beispiel für Deliveroo fährt, wenn man sich anmeldet für noch eine weitere Ridesharing-Anwendung oder sagen, hey, wir schauen nach deinen Hunden. Wenn man irgendeiner von dieser Gig-Economy macht, was man im Endeffekt sagt, ist, tschüss, meine Privatsphäre für, sagen wir mal, flexible Arbeitsstunden. Aber das
muss nicht unbedingt der Fall sein, weil natürlich ist die Privatsphäre weg. Sie werden sich anschauen, wo du bist. Und wenn es eine spezielle, besonders hohe Preise sind, werden sie sofort sagen, hey, würdest du bitte auf dein Fahrrad gehen? Würdest du bitte in dein Auto steigen? Du könntest jetzt gerade viel Geld machen. Du solltest in dein Auto gehen und losfahren. Und das ist ein inhärenter Teil davon. Und der extremste Fall davon, und das extremste Beispiel ist jetzt von Emerson, wo der extremste Fall über Privatsphären fehlt, Fehlen von Privatsphäre ist. Und hier ist ein Patent aus der USA. Wer von euch hat das gesehen? Oh, lasst mich darüber erzählen. Sehr spannend. Vor ein paar Jahren hat Emerson dieses Patent eingereicht. Und das ist ein sehr spezielles Armband, das man trägt. Und es ist nur verfügbar für die Arbeiter von Amazon Warehouse. Und wenn man in den Amazon arbeitet, was passiert, wenn man für den falschen, zum falschen Ding versucht, aus dem Regal zu greifen, dann macht es. Und wenn man nicht schnell genug ist, dann auch. Das heißt, wir können uns selber schocken bei der täglichen Interaktion mit unserer Arbeit. Und das ist fantastisch, oder? Das ist der amerikanische Traum. Und was wir jetzt hier haben, ist die größte Konzentration von Arbeitnehmerüberwachung von Firmen. Man kann den Arm doch nicht mal bewegen, ohne dass der Chef eine Information bekommt, die Information bekommt. Also, nicht wirklich, aber im Endeffekt kommt die Information an. Wenn wir dieses Privileg haben, in unserer Unterhose zu Hause, das Klopapier, was wir am Tag vergessen haben, und es ist Sonntag und die Läden sind zu und ich brauche Klopapier morgen, wenn wir dieses Privileg benutzen, hoffentlich nicht viele von uns, aber so generell als Menschen, dann via Amazon greifen wir indirekt in die Privatsphäre von anderen Menschen ein über Amazon. Als Zwischenmann. Ein weiteres Beispiel für Unterdrückung und Privatsphäre. Jeder, der jemals Hilfe beantragen musste. Hier habe ich ein paar Informationen und ich werde sie für die Nichtdeutschen ein bisschen klarifizieren, aber dies sind die Guidelines, wie man Hartz IV bekommt. Hartz IV ist grundlegend die deutsche Version von Langzeitarbeitslosigkeitsgeld. In vielen Ländern, wenn man unabhängig, wenn man auch irgendwie Geld bekommen möchte, um Hilfe zu bekommen, man muss zeigen, wo man lebt, was es kostet, wie viel Geld wir in der Vergangenheit gemacht haben, wie viel Geld wir haben, wie viel Geld deine Eltern bekommen haben und so weiter und so weiter. Und man muss die ganzen Informationen darstellen, bevor man überhaupt überprüft wird, ob man die Hilfe bekommt. Und was erstellen wir hier? Du musst wählen zwischen Essen oder der Fähigkeit, die Miete zu bezahlen und der Privatsphäre. Und wie gehen wir dann mit den Ärmsten unserer Gesellschaft um? Mit einer Offenheit zu ihren eigenen Rechten zur Privatsphäre oder zu sagen, hey, wir vertrauen dir nicht. Also musst du dir uns alles zeigen, was du machst und wir werden dir alles bekommen. Und das bringt uns zu einem weiteren Punkt, Anonymität und Privilegien. Weil keine Umgang, Anonymität ist etwas, was für uns sehr wichtig ist im CCC und ähnlichen Organisationen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das mit den Privilegien interagiert. Zum Beispiel möchte ich darüber reden, dass die Hacker-Anonymität, über die Hacker-Anonymität reden. Für die meisten von uns, viele dieser Hacker und Hackergruppen, zum Beispiel heißen sie Anonymous, aber normalerweise sind sie eine Gruppe von Menschen, die spezielle Hacker-Name oder Codenames benutzen oder Nicknamen, Pseudonyme und in der Regel anstelle von wirklich anonym zu sein und die Nicknames regelmäßig zu wechseln, haben sie eine gewisse Benutzung von gewissen Pseudonymen oder vielleicht sogar nur einem Pseudonym. Das ist jetzt nicht mathematisch anonym, aber egal. Lasst uns mal diese Definition akzeptieren.
Aber wenn einer von uns hier Kevin kennt, hier im Foto, er ist ein Hacker aus, ich glaube, aus den 90ern. Ja, aus den 90ern. Er war sehr gut mit Social Engineering und er wurde ins Gefängnis gesperrt. 2000, glaube ich, war es. Für ein paar Kriminalfällen, wo er Identitäten geklaut hat und so weiter. Und während er im Gefängnis war, haben Leute gesagt, hey, lass Kevin wieder frei. Und ich glaube nicht, dass es falsch ist, dass Leute gegen falsche Gefängniseinrichtungen für Menschen vielleicht war länger im Gefängnis, als was rechtlich war. Aber nach dem Gefängnis ist er herausgekommen und hat eine Sicherheitsfirma erstellt und arbeitet jetzt mit der NSA zusammen. Und ich muss euch jetzt fragen, wie viele Leute können das überhaupt machen? Also, sagen wir mal, anstelle von 99 gefangen zu nehmen werden und er wurde im November 2001 festgenommen oder 2002. Und sagen wir mal, anstelle davon, dass er ein weißer Mensch war, dass er ein Muslim war mit einer dunklen Hautfarbe. Glauben wir immer noch, dass er so schnell freigelassen wurde, dass so ein großer Protest gegen seine falschen Gefängniszeit wäre und ob er jetzt reich wäre und der Regierung helfen würde? In demselben Bereich muss ich jetzt auch sagen, das, was wir erstellt haben mit unserem Ziel für ein anonymes Internet, ist ein Internet, wo manche Menschen die Fähigkeit fühlen, dass sie öffentlich die Informationen von anderen und veröffentlichen können und ihnen nachfolgen können. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel-Post, ein paar Informationen habe ich herausgenommen von HM. Und Genders ist inzwischen offline, aber es war einer der größten anonymen Posting-Felder. Und Leute, die A-Chain benutzen, sind die Leute, die Sachen wie A-Chain benutzen. Und wofür haben sie ihre Privilegien der Anonymität benutzt? Sie haben es benutzt, um hauptsächlich die Leute, die weniger Fähigkeiten und weniger Privilegien haben, ihre privaten Daten online veröffentlichen und sie missbrauchen und so weiter. Und das führt dazu, dass wir uns die Frage stellen müssen, wo sind wir bei Anonymität und Online-Anonymität falsch abgebogen? Wie ist es so weit gekommen, dass Online-Anonymität nur verfügbar ist für die, die die meisten Privilegien haben und die meiste Angriffsbereitschaft haben? Lass uns mal darüber reden, wer Privatsphäre braucht und Privatsphäre haben sollte. Wer sollte Privatsphäre haben? Das ist ein bisschen interaktiv, wenn ihr Gefühl habt, dass ihr aufstehen wollt. Ansonsten könnt ihr einfach nur die Hand heben. Wer von euch denkt, entweder durch Handheben oder aufstehen, dass unsere Mutter Privatsphäre haben sollte? Drei Hände, wenn ihr zwei Mütter habt. Das sind die meisten. All right, how about your children? Wie ist es mit euren Kindern? Sollten eure Kinder oder die Kinder, die ihr vielleicht plant zu haben oder die Kinder, die ihr kennt, sollen die Privatsphäre bekommen? Die meisten melden sich. Unsere Abgeordneten, also unsere politischen Abgeordneten, soll Merkel und Donald Trump Privatsphäre haben können? Sollten sie ein Recht auf Privatsphäre haben? Weniger melden sich. Und wie ist das mit der Privatsphäre von Kriminellen? Sollten sie ein Recht auf Privatsphäre haben? Es melden sich immer noch weiter mehr. Wie ist es mit Neonazis? Wer möchte den Neonazis Privatsphäre geben? Ungefähr die Hälfte meldet sich, so wie ich sehen kann.
Und hier ist die, diese schiefe Ebene. Wie können wir die Privatsphäre aufbauen, wenn wir sie eigentlich überall anbringen sollen? Das ist eine sehr schwere Frage, auch für mich, weil Neonazis in der Firma, in dem Land, wo ich herkomme, gehen zu domestischen versuchen, Leute umzubringen. Natürlich möchte ich meine Familie und Freunde sicher zu haben, aber es ist ein viel größeres Teil davon in mir, die sagt, wir können nicht Privatsphäre ungleich anbringen. Und jeder sollte gleichmäßigen Zugang zur Privatsphäre haben. Und was ich hier frage ist, haben wir diesen gleichen Zugang zur Privatsphäre zwischen all diesen Gruppen? Hat jeder von dieser Frage einen gleichen Zugang zur Privatsphäre? Hat deine Eltern den gleichen Zugang oder deine Mutter den gleichen Zugang zur Privatsphäre wie deine lokalen Neonazis? Und wahrscheinlich ist die Antwort nein. Und das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, dass Privatsphäre, wie wir es aktuell haben und verstehen, schon ungleich verteilt ist. Und das Problem, was wir haben, wenn wir es gleichmäßig anwenden wollen, ist, dass es schon Gruppen gibt, die Privatsphäre besser benutzen oder mehr benutzen als andere. Jetzt reden wir nicht über Hintertüren in Kryptographie, aber lasst uns mal darüber nachdenken, wie wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass deine Mutter den gleichen Zugang zur Privatsphäre hat wie ein Neonazi. Und was ich jetzt wirklich herausfinden möchte, ist, was machen wir jetzt? Wir sind Teil von dieser Technologiegruppe, das sind Experten, die dabei helfen, Anonymität online zu erstellen, die Privatsphäre-Technologie verfügbar machen. Und wir haben hier gesehen, und ich hoffe, dass es ziemlich klar ist, wer hauptsächlich diese Technologien für diese Privatsphärentechnologien benutzt. Ich würde sagen, dass die Menschen, die den meisten Zugang zu diesen Technologien haben, ziemlich viele Menschen beinhalten, wo wir ursprünglich nicht dran dachten. Das bedeutet nicht, dass wir sie blockieren müssen. Das bedeutet noch nicht, dass wir deren Privatsphärentechnologien komplett abschalten können und die ganze Forschung davon aufbrechen. Aber die Frage ist, was haben wir gemacht und wie kriegen wir diese Ungleichheit wieder gerade gerückt? Wie stellen wir sicher, dass die Menschen, die kein Problem damit haben, anonym online zu sein, nicht die Privatsphäre von anderen Individuen zerstören? Wie finden wir eine Lösung für das Ganze? Und das geht viel tiefer als dieser Vortrag. Hoffentlich sind viele intelligente Menschen hier in diesem Raum. Können wir an Wegen arbeiten, wie wir Privatsphäre gleichmäßiger verteilen, sodass es nicht nur eine Ressource für die Leute ist, die bezahlt werden oder in Kryptowährungen bezahlt werden und die, die sich gut damit fühlen, ihre IP-Adresse und zu verstecken und auch ihre Angst online zu stecken. Ich habe ein paar Vorschläge. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Vorschläge. Ich hoffe, nach diesem Vortrag können wir gemeinsam darüber reden, vielleicht in einem der Workshop-Zelte und darüber diskutieren, wie wir das ein bisschen gleicher machen. Wir können Sachen erstellen und dort treffen, wo Menschen sind. Das heißt, wir müssen herausfinden, wie wir mit üblichen, beliebten Technologien zusammenarbeiten können. Ja, Facebook ist nicht schön, aber wir müssen trotzdem damit zusammenarbeiten. Wir müssen daran arbeiten, dass Leute nicht gesagt werden, dass sie falsch sind, wenn sie normal online arbeiten. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten und unsere Privilegien und Wissen benutzen, um dies zu anderen Communities weiterzubringen. Wir müssen gemeinsame Zusammenarbeit, wahrscheinlich auch Anwälten zusammenarbeiten, dass es uns möglich ist, Datenschutz zu halten, dass wir Kontrolle und Zugang zu größeren Daten, zu den Daten von größeren Mengen von Menschen. Das heißt, nicht nur EU-Bürger. Wir müssen Privatsphärenwerkzeuge arbeiten und
Angriffe gegen invasive Algorithmen. Ich hatte einen Vortrag auf dem 35. C3 und viele andere Projekte, wenn wir darüber reden, wie adversäres Maschinenlernen für Evasion. Jan, lass uns darüber reden. Wir können Projekte erstellen und finanzieren, wo wir und auch darüber reden, wie Werkzeuge in neuen Locations, Orten und Gruppen darüber geredet wird. Das heißt, wir müssen darüber reden, dass es nicht nur die EU und die USA darüber reden, sondern auch Menschen in Asien, vielleicht in dem globalen Süden, dass Privatsphären-Probleme aus unterschiedlichen kulturellen Bereichen unterstützt werden. Wenn ihr jemanden seht, der sagt, hey, warum benutzt du kein Tor? Dann sagt ihr, hey, du wusstest auch mal nicht, wie man Tor benutzt. Lass uns darüber reden. Lass es uns eine willkommene Gesellschaft werden. Und gemeinsam dazu, es gibt diese Sicherheit und Privatsphäre gegen Sicherheit. Es ist eine große Diskussion, die in den USA läuft. Militär, wie zum Beispiel Militärstandardverschlüsselung gegen normale Verschlüsselung ist. Und die Debatte, vielleicht sollten wir sagen, wir sollten nicht über eine Privatsphärendebatte, oder die meinen, man soll nicht in eine Privatsphärendebatte reden. Und vielleicht ist es der Fall in den USA, dass wir nur über Sicherheit gegen Sicherheit reden, aber wir sollten immer noch über Privatsphäre nachdenken und wissen, was wir damit meinen. Lasst uns hier nachtreffen. Und zum Ende möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, dass Privatsphäre etwas wird, was ein Marketingwort wird. Also in den USA führt da Apple. Und sagt quasi in allen Werbungen Privatsphäre. Und obwohl es super ist, dass Apple Zeit und Geld in Privatsphäre-Technologien investiert und in Forschung und so weiter, was ich nicht möchte, ist, dass die Privatsphäre davon wird, dass es Besitz ist, sondern bedeutet, hey, lass uns einfach ein bisschen Verschlüsselung drauf schmieren. Lass uns ein paar Datenpunkte hier und da weg. Was ich Privatsphäre nicht verlieren möchte, ist, dass Privatsphäre auf Vertrauen aufbaut. Was ist, wenn wir Google verklagen könnten, wenn sie unser Vertrauen missbrauchen? Dann wüssten sie nicht, wie sie damit agieren sollen. Sie hätten eine richtig schwere Zeit, einen Algorithmus zu erstellen, der versteht, was wir als privat definieren, was unsere Definition von Privatsphäre ist. Und wenn wir sagen können, hey, das war privat, das hättet ihr nicht wissen sollen. Der Fakt, dass ihr das verkauft habt, dass ihr es weitergegeben habt oder dass es verfügbar gemacht hat zu diesen Werbeorganisationen, das ist nicht in Ordnung und ich werde dich darüber verklagen. Das würde die Diskussion über Privatsphäre insbesondere in einem gerichtlichen Umfeld ändern. Worte bedeuten Sachen, weil wir daran glauben, dass sie etwas bedeuten. Wenn wir jetzt dazu übergehen, dass Privatsphäre Informationssicherheit bedeutet, oder wenn wir sagen, dass Privatsphäre Besitz bedeutet, dann ist es das alles, was es ist. Es wird nur für solche verfügbar sein, dass die nur verfügbar ist für die, die den meisten Privilegien haben, das meiste Geld. Und wir müssen Zeit nehmen, zu definieren, wie Privatsphäre läuft, wie wir damit umgehen, wie viele Menschen das heutzutage verstehen. Es ist Vertrauen, soziale Normen, Zusammenhang miteinander als Menschen. Und das als Recht definieren und bestätigen, weil jeder sollte das Recht haben, sich online sicher zu fühlen. Jeder sollte das Recht haben, sich in seinem Haus sicher zu fühlen. Und ein normales Leben zu haben. Und dafür müssen wir herausfinden, wie diese Privatsphäre umgesetzt wird. Den Privatsphärenzugang, den wir in diesem Raum haben, mit den Menschen, die am meisten unterdrückt werden, wie wir das von denen wegnehmen,
die die meisten Privilegien online Privilegien haben, online. Vielleicht können wir zusammenarbeiten, dass Privatsphäre ein weit gleichmäßigeres, verteiltes System ist. Und das ist, wir sind die Übersetzer aus der Übersetzerkabine C3T.